Da kommst du nach einem langen Arbeitstag nach Hause, nachmittags um 3:30 und das ganze Haus duftet so, ich weiß nicht, süßlich, fruchtig, wie Erntedankfest. Und Schuld daran war dieses hier, diese kleinen gelben harten Dinger, die Quitte. Daraus hat meine Frau einen schönen Gelee gekocht und was ich damit gemacht habe, zeige ich euch. Aber ich muss erst mal mit euch reingehen, damit ihr wisst, was wir dafür brauchen. Es wird nicht viel sein. Ja, hallo Tag auch, willkommen zu Alien Barbecue. Ja, das sind die Sachen, die wir brauchen. Gepökelter Schweinenacken und da brauche ich gleich noch ein bisschen Küchengarn für. Dann habe ich hier ein bisschen Malabarpfeffer, geräucherten Malabarpfeffer, etwas Butter, Zwiebeln und den Gelee, Quittengelee von meiner Frau. Ja, mit dem Schweinenacken legen wir mal los, den will ich nämlich erstmal ein bisschen abbinden oder wickeln. Okay, bis gleich. Ja, für diesen Nacken brauchen wir nicht allzu viel Vorbereitung. Ich habe den gespült, also abgewaschen und hier tupfe ich ihn noch ein bisschen trocken und das ist eigentlich schon alles, was wir machen müssen. Da ist jetzt auch nicht irgendwie viel dran zum Abschneiden, außer das kleine Stückchen, aber der ist so zart, das kann man einfach abziehen. Okay, dann nehme ich mir jetzt mal das Küchengarn und wickel den zusammen, damit er später etwas kompakter am Drehspieß oder an der Rotisserie ist. Ich mache da jetzt nicht ganz so viel Aufwand, also ich nehme jetzt drei einzelne Fäden, die sind ungefähr doppelt so lang wie der Braten breit ist und man sieht das jetzt hier, ich schlage das einmal über und drehe oder wickel das eine Ende so zwei, dreimal drum und dann ziehe ich es straff, dann hat man schon mal einen guten Halt und braucht keinen dritten Finger und mache da noch zwei Knoten rein und damit ist das Ganze gesichert. Letzten Endes sieht es nicht so toll aus wie vom Profi, aber funktioniert. Okay, gleich geht's weiter. Wenn ihr, wovon ich ganz stark ausgehe, dieses Rezept nachgrillieren wollt oder möchtet, dann bestellt euch euren gepökelten Braten, Schweinebraten am besten, Schweinebraten, Nacken, Braten vom Schwein natürlich, so 4 Tage, 5 Tage vorher beim Metzger, damit der so ein paar Tage in der Pökellake liegen kann, reifen kann und das macht ihn nur zarter und viel aromatischer. Also ist eine richtig leckere Sache im Anschluss. Was ich hier heute nicht mache, ist räuchern. Also ich werde nicht räuchern, das kann man aber durchaus tun und das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Bums. Aber wir arbeiten heute ein bisschen süßer und darum kein Räuchern. Gut, gewickelt ist er. Was ich jetzt noch mache ist, ich schnapp mir den Pfeffer und dann wird dieses Stückchen von allen Seiten ordentlich gepfeffert. Und wenn wir den Braten gepfeffert haben, dann sind die Vorbereitungen am Fleisch schon abgeschlossen. Ganz schön langweilig, ne? Haha, okay, das zweite Stückchen übrigens habe ich vor dem Wickeln von allen Seiten gepfeffert, konnte aber im Abendanschluss oder als es fertig gegart war, keinen Geschmacksunterschied zum nachher gepfefferten Stückchen Fleisch feststellen. Ja, das war's auch schon. Dann hole ich mal den langen Alienspieß, die Lanze. Da ist das gute Stück. Die erste Kralle habe ich schon drauf und dann schnappe ich mir mal das Fleisch. Ich werde das Fleisch mit den dickeren Enden nach außen aufspießen. Das heißt, ich habe hier zwei Stücke, die sind an einer Seite etwas schmaler und die schiebe ich da drauf mit dem dünneren Ende nach innen, weil da ungefähr, wo ich jetzt zeige, sind bei mir dann im Grill die Brenner. Ich habe keinen Heckbrenner, braucht man jetzt hierfür auch nicht unbedingt, aber die dünneren Stückchen würden sonst zu schnell durchgaren. Ja, und durch gepökeltes Fleisch, das sieht man hier ganz gut, geht diese Lanze durch wie durch ein Stückchen warme Butter. Wird da hinten noch auf die Kralle gespießt und dann kommt auch schon das zweite Klötzchen drauf. So, Nummer 2, auch sieht man ganz gut mit dem etwas dünneren Ende
zur Mitte hingesteckt und ein bisschen zusammengedrückt mit dem anderen. Dann gucke ich mal, ob der gut sitzt oder ob ich eventuell noch ein Gegengewicht brauche, damit der Spieß nicht durchschlägt am Motor, aber sieht eigentlich so ganz gut aus. Dann nehmen wir uns hier die zweite Kralle, schieben die da auch noch drauf, wird ins Fleisch gespießt und festgezogen. Und ja, so wie es aussieht, war es das auch schon. Dann gehen wir doch glatt mal nach draußen an den Grill. Ja, habt ihr gesehen, das war nicht viel, was wir brauchen. Wie immer, weil weniger ist oft mehr. Man braucht kein Chichi, um gutes Essen zu machen. Jetzt wird Zeit, auf den Burner zu gehen. Wir drehen eine Runde. Bis gleich. Der Grill, der läuft jetzt so auf ca. 140 Grad. Das bleibt auch erstmal so, bis das Fleisch fast fertig ist. Also wenn das eine Kerntemperatur von so um die 65 bis 67 Grad hat, dann fangen wir mit dem nächsten Schritt an und dann geht auch die Temperatur höher. Jetzt wird es eigentlich langweilig. Also jetzt Rotisserie angeschmissen, Deckel zu und dann warten wir. Aber was ich hier noch mache ist, wir gucken einfach mal nach einer Stunde rein, wie er sich so gemacht hat. Ja, da dreht er nun und das lassen wir jetzt 2, vielleicht 3 Stunden drehen und hinterher machen wir was mit der Quitte, der Butter und der Zwiebel. Das bereiten wir jetzt drinnen wieder vor. Kommt mit! Ja, die Zwiebel, die solltet ihr möglichst fein schneiden, also in möglichst feine Würfelchen. Umso mehr Geschmack haben wir hinterher in unserer Quittenglasur. Ja, wir machen eine Quittenglasur. Ja, es wird richtig lecker. Ich empfand jetzt das Warten auf das Fleisch ziemlich langweilig und dachte mir, ich zeige euch jetzt mal in aller Seelenruhe, wie man 2 Zwiebeln, hey, was ist da los? So, wie man 2 Zwiebeln in feine Würfelchen schneidet, aber nee, wäre jetzt dann auch noch langweiliger geworden. Das mache ich mal eben fertig, so, das ist jetzt Originaltempo und dann warten wir mal auf das Fleisch. Wir gehen aber gleich mal gucken, wie gesagt, wie es so nach einer Stunde aussieht. Ja, die Vorbereitungen für die Quittenglasur sind somit auch beendet. Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Rezept, was wirklich jeder nachmachen kann. Also da muss man nichts mixen, nichts brodeln, nichts mischen oder sonst irgendwas. Einfach ein paar Kleinigkeiten. Und jetzt heißt es warten, warten, warten. Aber wir, es ist zwischendurch ein bisschen dunkel geworden, gucken jetzt mal rein. Das ist jetzt so eine gute Stunde später und ja, so sieht das dann aus, ein angegartes Stückchen Fleisch. Den mittleren Brenner zum Beispiel, der direkt unter dem Fleisch ist, den lasse ich erstmal noch aus. Später werden wir ihn wahrscheinlich noch brauchen. Ja, kleiner Zeitsprung, das ist jetzt nicht ganz 2 Stunden später und das Fleisch hat tatsächlich schon 65 Grad im Kern. Also höchste Zeit, die Quittenglasur anzusetzen. Auch wie das ganze Rezept völlig einfach. Wir schmelzen einfach hier im Grill die Butter in einem geeigneten Gefäß, einem Töpfchen, das ist mein alter Muscheltopf. Und wenn die Butter schön geschmolzen ist, dann geben wir die Zwiebeln dazu. Und die Zwiebeln, die sollen da einfach nur vor sich hinschmoren, weich werden, glasig werden und schön ihren zwiebeligen Geschmack in die Butter abgeben. Ab und zu ein bisschen umrühren und immer darauf achten, dass die Butter nicht anfängt, braun zu werden. Das brauchen wir nicht. Darum auch die Hitze unter dem Topf immer schön, passend halten, also nicht zu hoch drehen. Ja, kurze Zeit später, es sind so ein paar Minütchen gewesen, dann hat man schon sehen können, dass die Zwiebeln eigentlich jetzt perfekt sind. Die sind schön glasig geworden, weich geworden und es wird Zeit für den eigentlichen Hauptdarsteller hier im Video, das Quittengelee von meiner Frau. Wo ist es? Hallo? Da ist es. Tolle Farbe, oder? Und das duftet wirklich herrlich. Also ich poste vielleicht mal das Rezept, wenn sie mir das erlaubt, dann könnt ihr das auch machen. Vom Quittengelee geben wir reichlich da rein. Also, ich nehme hier
5 Doppel-Esslöffel und lass das Gelee da schön drin schmelzen. Ab und zu noch mal umrühren, bis wirklich das gesamte Gelee geschmolzen ist. Und das war es dann auch schon. Also da kommt auch nichts weiter dran. Kein Salz, kein Pfeffer, nix. Wer Lust hat, der könnte natürlich, das hatte ich mir hinterher gedacht, vielleicht ein bisschen Knoblauch noch dran geben. Weiß nicht, muss vielleicht nicht sein. Okay, ja, das Gelee ist geschmolzen und jetzt nehmen wir uns ein Pinselchen und streichen in aller Ruhe, pfeifen dabei vielleicht noch ein Liedchen, den Braten rundherum ein. Und das solltet ihr gewissenhaft machen, damit wirklich überall von dieser Glasur etwas drankommt. Umso besser ihr das macht, umso ordentlicher, desto schöner ist später auch das Ergebnis. Jetzt zum Glasieren habe ich den Brenner, der direkt unter dem Braten ist, also quasi mittig unter dem Braten, noch dazu geschaltet, aber auf kleinste Temperatur eigentlich. Ja, und wenn das so aussieht, schön eingepinselt ist, dann können wir den Deckel wieder zumachen und lassen das mal so, na, gute Viertelstunde lassen wir das erstmal glasieren. Achso, Temperatur jetzt im Grill 180 Grad. So, vergesst die Viertelstunde. Ich habe 10-minütig eingepinselt. Also ich habe den Vorgang insgesamt dreimal, meine ich, wiederholt. Ne, zweimal war es, genau. Zweimal wiederholt. Und so sah er dann aus. Und mit diesem Ergebnis war ich sehr zufrieden. Also rein anschneiden. Da ist er. Tada, guckt euch das an. Boah, jetzt kriege ich schon wieder Hunger, wenn ich das sehe. Okay, ich befreie mal das Fleisch vom Spieß. Der könnte etwas heiß sein, aber naja, ich habe ja Lederhände, passiert also nichts. Und ja, dann schneiden wir mal an. Ihr werdet gleich sehen, wie saftig das geblieben ist. Ja, man sieht schon ganz ordentlich, das Ding ist noch nicht angeschnitten und da unten ist schon der Saft und das tropft und fließt, das ist eine wahre Freude. Jetzt im nächsten Schritt schneiden wir das natürlich an und zwar dünn, also in wirklich dünne Scheibchen anschneiden und seid nicht so wie ich und vergesst nicht die Fäden abzumachen, das habe ich nämlich vergessen. Okay, da seht ihr, es ist also kein Zentimeter Stärke in den, oder wie ich die Scheibchen schneide und das reicht völlig aus. Aber denkt dran, vorher die Fäden lösen. Da es kein Tellerbild gibt heute, gibt es ein Fleischbild. Bitteschön. Na, das sieht doch wohl klasse aus. Was kann man dazu essen? Wir haben einfach Kartoffeln und Sauerkraut dazu gemacht mit ordentlich Speck drin. Ihr könnt den auch kalt werden lassen und auf einer kalten Platte anrichten, Sandwiches draus machen, Pizza belegen. Keine Ahnung, denkt euch was aus. Ja, ich hoffe, das war wieder ein leckeres Rezeptchen für euch. Super einfach, aber super lecker. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, sagt's weiter, dass ich gute Videos drehe und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Jelly!